Es gibt kaum Betriebe, die eben gesagt haben, okay, schön, dass ihr da seid, liebe IGBCE, herzlich willkommen, tut und lasst, was ihr möchtet. Also ich war ja in Bayern, in München, im Cluster 4 sozusagen des Projekts. Und in Bayern hatten wir halt eben hauptsächlich mit KMU-Betrieben zu tun, also kleinen und mittelständischen Betrieben. Auf jeden Fall haben wir uns dazu entschieden, eine persönliche Ansprache zu machen. Also quasi im Schichtwechsel sind wir vor Ort gewesen und haben halt mit den Leuten erste Gespräche gesucht. Und Ziel war es halt immer, eine Telefonnummer zu bekommen oder einen Namen zu bekommen, der halt eben für uns so ein bisschen den Rudelführer spielen könnte. Was uns eben sehr gut entgegengekommen ist, ist das Thema Nachtschicht. Da haben die Leute natürlich eine ganz andere Offenheit, weil natürlich die Vorgesetzten nicht da sind und gleich ums Eck gucken, wer denn da mit wem redet. Und deswegen auch meine Empfehlung, in den sauren Apfel zu beißen und über die Nachtschicht, über den Schichtwechsel quasi zwischen Spät- und Nachtschicht eben die Kontakte zu knüpfen. Und natürlich kann man nicht sagen, das ist ein Kinderspiel, so eine Betriebsratsneugründung. Man muss halt einfach ehrlich sein und sagen, es kann viel passieren, es kann viel schiefgehen. Dann fühlen sich die Leute auch wirklich mitgenommen und nicht ihnen irgendwas nur verkauft. Die wichtigste Erfahrung für mich ist einfach, dass man hartnäckig bleibt und standhaft bleibt. Und auch mal, wenn es unangenehm ist, trotzdem auch mal Arbeitgebern die Stirn bietet. Und es ist auch mein Rat an alle Kollegen, die eben versuchen, Betriebe aufzureißen. Rom ist auch nicht an einem Tag erbaut worden und demnach einfach immer dranbleiben und schauen, dass es halt irgendwie funktioniert.